Hoho und herzlich willkommen zurück zum interaktiven Adventskalender 2000 und eigentlich jedes Jahr, weil der total universell ist, mit mir, eurem Yoshi. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie gut ich im Skilanglauf bin und heute öffnen wir Türchen 4. Dann schielen wir doch mal ganz schnell rein. Tag 4, Kreuzworträtsel. Und okay. Heute kann man Punkte für die Weihnachtsolympiade sammeln. Okay, Hermann. Das ist, ob du es glaubst oder nicht, ein Kreuzworträtsel, aber kein gewöhnliches. Es ist ein ganz besonderes Kreuzworträtsel. Ein Weihnachtskreuzworträtsel. Na, dann teste mal dein Wissen. Und es geht um 100 Punkte, aber nur, wenn wirklich alles ausgefüllt ist. Sonst gibt es 0, nix. Oh mein Gott, dann gehen wir doch mal ein. Hängen am Baum, das sind bestimmt die Christkugel. Christbaumkugeln. Okay. Muss ich jetzt hier den nächsten... Ah, Ball aus Schnee. Was könnte das nur sein? Bestimmt ein, gefrorener Wasserball. Nee, es ist natürlich ein Schneeball. Und gefrorenes Wasser, nennt man auch, Baum. Oder Eis. Schleifen drauf. Ein Geschenke. Ein Geschenke, ja. Zwei Kufen. Sind zwei Kufen. Ich glaube aber eher, Sie meinen einen Schlitten. Ich dachte jetzt einen Schlittschuh oder ein paar Schlittschuhe. Kekse an Weihnachten, das sind doch bestimmt Plätzchen. Die habe ich neulich noch welche gebacken. Ja. Hä? Aus der Holzform? Keine Fichte, sondern eine Tanne. Die Holzform kümmere ich mich später drum. Steht am Himmel. Ein Stern, der bestimmt nicht deinen Namen trägt, lieber Zuschauer. Es war einmal ein Märchen. Ein Märchen. Ist schön auch, dass die Äs klein geschrieben sind. Zwistel Mike, das klingt wie was, was ich sagen würde. Was sind das für Kreuzworträtsel? Brennt. Alles, was brennbar ist, aber in diesem Fall natürlich eine Kerze. Und vier davon hat der Adventskranz, den ich dieses Jahr gar nicht habe. Aber das geht auch so ganz gut mit Weihnachten. Also wer keinen hat da draußen, keine Angst. Das geht auch so. Möhre im Gesicht hat der Hermann, der Schnee. Sie drückt hier wie bescheuert aufs Dingens, aufs S, aufs E. Gibt's auch als Haus. Lebt. Kuchen. Knusper, knusper, Knäuschen. Kann läuten. Entschuldigung, ich habe so viel Tales of Suspiria gespielt. Kann läuten, läutern? Was läuten, läutern? Ist bestimmt ein... Keine Glocke, sondern hier Diminutiv. Ein Glöckchen. Ja, ihr lernt hier sogar noch was über eure Deutschkenntnis, die ihr schon haben solltet. Keine Wärme. Das Gegenteil ist natürlich eine Kühle oder eine Kälte. Hat zwei Flügel, ein Huhn. Okay, es soll was mit Weihnachten zu tun haben. Eine Pute. Denn Pute gibt es bei uns beim Weihnachten zu essen. Aber sie meinen bestimmt eher einen Engel. Keine Erwachsenen. Was sind Erwachsene? Habe ich noch nie von gehört. Aber die meinen bestimmt uns Kinder. Rot im Kalender.
Was? Gegen kalte Hände ist ein Handschuh. So. Jetzt fehlt ja nur noch der aus der Holzform. Ich habe keine Ahnung, was die meinen. Und hier, rot im Kalender. Da gehen wir mal ein paar Buchstaben durch. Das kann, ist es ein A? Ein S? Nö. D, F. F? Fee? Was? Feiertag. Ah, der ist rot im Kalender, so ein Feiertag. Da haben sie schon recht. So, jetzt gucken wir doch mal, was aus der Holzform kommt. Weil ich weiß nicht, was aus der Holzform kommt zu Weihnachten. Okay, jetzt fängt mit S an. Spekulatius, der kommt bei uns zwar eher aus der Plastiktüte, aber bitte. Jawohl, die volle Punktzahl. Wie machst du das nur? Du hast doch nicht gemogelt, oder? Hallo, kann da mal jemand kontrollieren? Nein, Scherz, du warst spitze. Ich hab nicht gemogelt. Ich würde niemals mogeln. Ich würde niemals einfach so lange auf die Tasten tippen, bis ich die richtigen Buchstaben finde. Ich doch nicht. Wie dem auch sei, wir sehen uns dann morgen wieder zu, wo ist es denn? Türchen 5. Beim interaktiven Adventskalender. Wadventskalender? Vielleicht ist es auch ein Weihventskalender oder ein Achtenachtenkalender. Wie dem auch sei, wir sehen uns morgen wieder und bis dahin viel Spaß, wenn was auch immer ihr noch so tut und frohe Weihnachtszeit. Ciao. Mach's gut. Bis morgen.